Hi meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr genießt das graue Wetter hier in Köln oder wo auch immer ihr wohnt. Ja, ein bisschen hat die Sonne geschienen und dann hat sich gedacht, nö, das muss reichen, kein Bock mehr, bis der Frühling kommt. Ja, das Wetter macht schon viel aus für die Stimmung, ne? Egal, auf jeden Fall sind wir heute bei einem super brisanten Thema. Wir haben ja alle nichts anderes zu tun, als uns mit dem Leben unserer Trash-TV-Stars zu beschäftigen. Wir wissen, The 50, die brandneueste Reality-TV-Show, startet bald und es sind brandheiße KandidatInnen dabei, wie zum Beispiel ein Yasin Mohammed oder eine Jenny Elvers. Das sind Kandidaten, die wir ja noch nie gesehen haben, die jetzt zum ersten Mal auf dem Bildschirm des deutschen TVs flackern und die auch Verhaltensweisen an den Tag legen, die für uns auch komplett neu sind. Nein. Worum geht es denn heute? Es geht um unseren Playboy des Jahrhunderts, der Womanizer schlechthin, der Mann von Welt, bei dessen Anblick jede Frau in Ohnmacht fällt. Yasin Mohammed. Wer will ihn nicht? Jeder will ihn haben. Und jede hatte er auch schon. Ja, also ich glaube, man könnte an einer Hand zählen, also an einem Finger einfach nur, welche Frau Yasin Mohammed noch nicht hatte. Fällt euch da jemand ein? Hier nicht. Obwohl der Stein, der hier liegt, den hatte er noch nicht. Aber ansonsten hatte er so ziemlich jede, oder? Ich will dem Yasin nicht zu nahe kommen. Wir kennen ihn von Temptation Island. Damals war er noch ganz jung und naiv, hatte seine ersten Steps im deutschen TV gemacht. Damals wusste noch keiner, was aus ihm werden wird, was da für Potenziale in ihm steckt, ja, Potenziale, Frauen zu verführen. Damals ist er ja so mehr oder weniger seiner Ex-Freundin Alicia fremdgegangen. Das war ein Drama, das hat man noch nie gesehen. Sie hat der ganzen Nation leid getan. Und daraufhin ist die jahrelange, ja, wunderschöne, harmonievolle Beziehung kaputt gegangen. Und damit, das war der Startschuss für eine bahnbrechende Karriere als Womanizer im deutschen TV für unseren Yasin Mohammed. Wer will ihn nicht haben? Jede Frau will ihn. Auch ich will ihn. Also eigentlich nicht, aber ich weiß es nur nicht, dass ich ihn will. Eigentlich will ich ihn eigentlich schon. Und ich glaube, jede Frau, die mir hier zuguckt, will ihn auch. Ihr braucht euch gar nicht dagegen wehren, Ladies. He is the man. Naja, wie gesagt, nichts gegen einen Yasin Mohammed. Irgendwer muss mir irgendwann dennoch erklären, was alle an ihn finden. Vielleicht ist es aber auch wirklich die Appearance, die man in live nochmal, die einen einfach nochmal umhaut. Weil all das, was ich bisher im TV gesehen habe, haut mich eher um, beziehungsweise haut eher meinen Magen um, dass ich mich übergeben möchte. Aber nicht, dass ich sage, das ist es. Den Mann will ich. Wie ist es mit euch? Findet ihr einen Yasin hot? Würdet ihr, wie man so schön sagt? Oder turnt euch das auch so ein bisschen ab, dass er, ich glaube, halb Deutschland mehr oder weniger durch hatte? Kann man das so formulieren oder ist es diskriminierend gegenüber dem Mann? Genau, und danach, nach die Karriere von Yasin geht weiter bei, ich glaube, X on the Beach, Are You the One? Also nicht Are You the One, aber ja, okay, das fehlt noch. X on the Beach, Germany Shore, you name it. Auf jeden Fall haben wir ihn, Kampf der Reality Stars, auf jeden Fall haben wir ihn überall gesehen. So, und jetzt hat er eine neue Beute erlegt. Und wer ist diese neue Frau an seiner Seite? Es ist niemand Geringeres als Jenny Elvers. Jenny Elvers, die 19 Jahre älter ist als Yasin Mohammed. Also eine reife Frau, ja, in gestandenem Alter, die sich nimmt, was sie will. Also grundsätzlich feiern wir das ja, ne? Go for it, girl. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wodurch man sie kennt. Also,
wodurch sie berühmt geworden ist. Wisst ihr das? Wisst ihr, ob sie Schauspielerin war, ob sie jetzt durch einen reichen Ehemann geheiratet hat oder irgendwie einfach nur auch in die Trash-TV-Landschaft berühmt geworden ist? Wisst ihr das? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass da wohl Thema wer war wegen eines Alkoholproblems oder so. I don't know. Ich glaube. Und ja, jetzt ist das die neue Frau an der Seite von Yasin. Ich finde, es ist auch spannend, dass der Mann so nicht so wirklich ein Beuteschema zu haben scheint und auch wirklich von der Altersrange keine Grenzen macht, sondern literally alles möglich ist. Ja, ich möchte auch kein Altersshaming machen. Ich finde, jede Frau, egal welchen Alter, sollte sich gönnen, was sie will. Auch jeder Mann. Ich finde es halt spannend, wie flexibel ein Yasin auch ist, so, ne? Wie seht ihr das? Laut einigen Reality-Detektiven ist in der Show The 50 zwischen Jenny Elvers und Yasin was gelaufen und man sieht sogar im Trailer, dass da auch eine sehr romantische Liebesgeschichte zwischen denen entsteht, die natürlich auch nach der Show halten wird, ganz klar, weil sie natürlich auch selbstverständlich authentisch und real ist, ja. Ist jetzt nichts, was man vielleicht vermuten könnte, dass es vielleicht auch nur passiert, um eben hier ausgestrahlt zu werden. Nein, das wollen wir auch nicht unterstellen. Das ist wirklich hier eine authentische Love Story, die auch wirklich in ihren zarten Knospen bei The 50 wohl hat und auf die man dann auch aufbauen könnte nach der Show. Aber Jenny Elvers hat sich dazu auch geäußert und sie sagt, es ist nichts passiert. Es ist nur ein Kuss gewesen und mehr war es nicht. Glauben wir das? Das werden wir sehen, wenn The 50 startet, ob da mehr war oder nicht. Aber sie beschwert sich auch und sagt, dass sie das so ein bisschen kritisiert, dass da so ein bisschen auf den Jahresunterschied rumgeritten wird. Denn wir sind doch eigentlich in einer Zeit, in der sowas kein Thema mehr sein sollte. Und da muss ich ihr recht geben, denn ich finde, der Altersunterschied ist jetzt nicht so wichtig. So, ihr habt ja der ein oder andere von euch die Eskapaden eines Yasin im deutschen Reality-TV mitverfolgt und ja, man kann durchaus sagen, dass er definitiv nichts anbrennen lässt und wie er selbst ja auch vermarktet, für eine Red Flag steht, also ein Mann, von dem man definitiv die Finger lassen sollte, der jetzt durchaus auf jeden Fall eine hohe Anzahl an Frauen auf seiner Zielscheibe hat, ja, die er erlegt hat, die Armen. Und würdet ihr darauf basierend sagen, dass das, was da zwischen ihm und Jenny Elvers wohl passiert in der Show, das sehen wir ja noch, real ist? Oder denkt ihr, das ist auch nur wegen Sendezeit? Und was haltet ihr grundsätzlich davon? Dass eine Jenny Elvers sich jetzt beschwert, dass so viele Leute auf diesen Altersunterschied rumreiten, finde ich okay. Also das sehe ich genauso wie sie. Ich glaube, eine Frau im mittleren Alters darf sich auch gönnen und darf sich auch einen jungen Mann gönnen, wenn er darauf Bock hat. Und das hat er anscheinend gehabt. Und ich finde, das sollte mittlerweile auch akzeptiert werden, solange er volljährig ist. Und das ist ein Yasin allemal. Wie seht ihr das? Denkt ihr, das ist kritisch, dass sie so ein bisschen, also 19 Jahre älter ist sie ja als er und sagt sie, das ist viel zu alt, das ist dann wirklich nicht real, wo die Liebe hinfällt, ne? Also kann alles immer sein und ich finde, ja, macht, was euch Spaß macht. Sie hat aber auch beteuert, dass es nur ein Kuss war, der in der Show stattgefunden hat und dass auch nach der Show keine Beziehung stattfinden kann, also dass sie sich keine Beziehung mit einem Yasin vorstellen kann. Und das finde ich halt auch interessant, weil das zeigt, dass sie da durchaus auch nochmal differenzieren kann zwischen ein bisschen Spaß haben und doch zwischen, dass beide wohl auch, ich sag mal, von der Reife her vielleicht oder in der Hinsicht, wie beide im Leben stehen, in ganz verschiedenen Bereichen stehen und dass es im Real Life doch nicht so matcht. Also das zeigt, dass es auch nur Spaß war und ich finde, das sollte erlaubt sein, ja. Und was sagt ihr dazu? Denkt ihr, dass, da wir ja wissen, Yasin lässt nichts anbrennen, dass es hier auch einfach nur Sendezeit-Geierei ist? Oder denkt ihr, ja,
lass ihn doch Spaß haben. Grundsätzlich, lass ihn Spaß haben, ne? Go for it. Es ist in der Masse vielleicht ein bisschen viel, würde ich jetzt mal so sagen, wie viele Frauen dieser Mann schon auf dem Buckel hat. Ne? No slut-shaming, auch für Männer gilt das meiner Meinung nach. Ich würde halt sagen, spannend, dass er sich in dieser Show, in der doch so viele andere Frauen befunden haben, die wir gesehen haben, die er in der Vergangenheit gedatet hat, also auf Basis der Frauen, die er in der Vergangenheit gedatet hat, die auch besser zu ihm gepasst hätten, ne, auf dieser Grundlage, und dass er sich für diese ältere Frau auch entschieden hat, beziehungsweise beide sich ja dafür entschieden haben, nicht nur er. Und da denke ich mir so, ja, vielleicht einfach nur ein bisschen für Schlagzeilen zu sorgen, gerade weil das Thema ältere Frau und jüngerer Mann dann so viral geht, ne, so triggert ein Thema ist, woraus sich natürlich die Zeitungen dann stützen. Und ja, meine Meinung dazu ist interessant, macht, worauf ihr Spaß habt. Ich frage mich dennoch, ob ein Yasin irgendwann mal sesshaft werden kann, noch wirklich sich ehrlich und ernsthaft auf eine Frau verlassen kann, denn ich glaube, der ist auch schon 32 oder so und Reality-TV macht sicherlich Spaß, und auch wenn man noch jung ist, dass man sich einfach mal ausprobiert. Ich frage mich halt nur, wie lange man das kann und ja, ob man auch bis zur Rente das so durchziehen kann. Und auch vor allem diese Thematik des Womanizers, ob die so langfristig hält. Irgendwann muss man sich ja was anderes überlegen, weil man wird ja auch nicht jünger. Also auch ein Yasin wird ja auch älter. Und ich glaube, dementsprechend ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn die eigene Storyline, die man hat, nicht immer darauf basiert, dass man datet oder jemand eine Frau erlegt auf gut Deutsch, sondern vielleicht, dass man mal anderen Content zeigt. Wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und ja, ich freue mich auf den Start von The 50. Ich werde es tatsächlich gucken. Ich hatte es eigentlich nicht vor, aber auf Grundlage der ganzen, ich sag mal, Teasers, vor allem wie auch diese Geschichte hier, finde ich, habe ich jetzt doch Bock zu schauen. Habt ihr Bock, die Show zu gucken? Und ja, lass uns die zusammen gucken. Ich überlege noch, ob ich darauf reagiere. Aber ich glaube, ich würde dann eher auf einzelne Themen nur eingehen. Und ja, ich würde sagen, freuen wir uns auf die Show. Und lass uns dann gerne über einzelne Themen innerhalb der Show quatschen. Und bis dahin würde ich sagen, hab's gut, pass auf euch auf und ganz große Umarmung.